Ich würde nicht lange zu euch sprechen, aber ich habe die Ehre, ein paar Worte zu geben heute Abend und ich freue mich jetzt schon auf deine Botschaft für Sonntag. Yes, amen. Ich darf Freitagabend, Freimut darf Sonntagmorgen. Und ihr seht gut aus, Kirche. Praise God. Danke. Ja, Young and Free hat mein Outfit bestätigt. Ich check immer mit meinen Mädels erstmal, ist das gut, ist das nicht gut, habe ich eine komische Idee oder geht das? Und anscheinend heute Abend, es geht voll. Anyway. I was 25 years old when we had our first service. Ich war 25 Jahre alt, als wir unseren ersten Gottesdienst gefeiert haben. And so as you can probably guess, I just turned 45. Und ihr könnt vermutlich raten, ich bin gerade 45 Jahre alt geworden. And actually all I really wanted for my birthday this year was that God would speak to me. Und alles was ich wirklich wollte dieses Jahr für meinen Geburtstag war, dass Gott zu mir sprechen würde. Freimann was a little bit worried. Freimann hat sich ein bisschen Sorgen gemacht. And my friends were a bit worried. Und meine Freunde haben sich ein bisschen Sorgen gemacht. They were like, "Are you sure you don't want to celebrate? Are you sure we shouldn't come?" Sie haben alle gefragt, bist du sicher, dass du nicht feiern willst? Sollen wir nicht kommen zum Feiern? And I'm like, "No, I just want time alone. I need to hear from God." Und ich habe gesagt, nein, ich will einfach Zeit alleine und ich muss von Gott hören. I wanted God to speak to me about the last 20 years and I wanted him to speak to me about what's ahead. Ich wollte, dass Gott zu mir spricht über die letzten 20 Jahre und ich wollte, dass er zu mir spricht über die 20 Jahre, die noch vor uns liegen. And he did. Und er hat zu mir gesprochen. And I want to share with you a little bit what he said. Und ich will ein bisschen mit euch teilen über das, was er mir gesagt hat. He spoke to me about patient faith. Und er hat zu mir über geduldigen Glauben gesprochen. And he spoke to me from the book of Hebrews, chapter 6, verses 10 to 12. Und er hat zu mir gesprochen durch den Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 12. And the writer of Hebrews is speaking to a church in Jerusalem. Und der Hebräerbrief spricht zu der Gemeinde in Jerusalem. A church that had gone through good times and bad times. Eine Kirche, die durch gute Zeiten und schlechte Zeiten gegangen war. And this is what he says, and maybe you read. Und das ist, was der Hebräerbrief sagt. Hier steht, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe wartend und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Amen. Amen. Ich glaube, das war's. Das war's. Well done, Phil. Phil, können wir alle Applaus für Phil geben in TV? Ich dachte, du warst auch fertig. Also, es war nicht nur dich. Okay, gut. Also, faith and patience. Glaube und Geduld. Now, when we started, we had a whole lot of faith. Als wir angefangen haben, als wir starteten, hatten wir echt viel Glaube. But no, we didn't really have a lot of patience and it wasn't really one of the goals I was aiming for. Wir hatten aber nicht wirklich viel Geduld und Geduld war jetzt auch nicht das Ziel, auf das wir geschossen haben, so. But as 45 year olds, aber als 45-Jährige, we have learned that actually God values patience. Haben wir gelernt, dass Gott Geduld sehr schätzt. God values longevity. Gott wertschätzt Beständigkeit. God values persistence. Gott wertschätzt es, weiterzumachen. God values the ability to go through pain and remain faithful. Gott wertschätzt die Fähigkeit, durch Schmerzen durchzugehen und treu zu bleiben. So I want to share with you what God spoke to me about on my birthday. Also will ich mit dir teilen, worüber Gott zu mir gesprochen hat an meinem Geburtstag. You see, first of all, this scripture tells me that seed sown
will produce fruit. Und das Erste, was diese Bibelstelle uns sagt, ist, gesätes Saatgut wird Frucht bringen. Eternal principles remain. Ewige Prinzipien bleiben bestehen. They always stay true. Die werden immer wahr bleiben. And this scripture says God is not unjust. He will not forget your work. Und diese Bibelstelle sagt, Gott ist nicht ungerecht und er wird deine Werke nicht vergessen. He will not forget the way that you've loved him by helping people and continuing to help people. Er wird nicht vergessen deine Werke, die du getan hast, indem du Menschen geliebt hast und nicht damit aufhörst, Menschen zu helfen. That means God has seen everything we've ever done, church. Das heißt, Gott hat alles gesehen, was wir jemals getan haben. He's seen every seed we've sown. Er sieht jedes Stück Saatgut, das wir je gesät haben. He's seen your work. He's seen your effort. Er hat deine Arbeit, er hat deinen Einsatz gesehen. And he's not unjust. Und er ist nicht ungerecht. So what are we worried about? Also worüber machen wir uns Sorgen? Our seed will produce fruit. Unser Saatgut wird Frucht hervorbringen. It's only a matter of when. Es ist nur die Frage, wann. And that's why patient faith is important. Und deswegen ist geduldiger Glaube so wichtig. Because our when and God's when sometimes don't meet. Weil unser Wann und Gottes Wann trifft sich nicht immer. At Hillsong Conference, I heard a story about a dog and an elephant. Bei der Hillsong Conference habe ich eine Geschichte gehört über einen Hund und einen Elefanten. Maybe you know it. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ja. But the dog and the elephant are good friends. Aber der Hund und der Elefant sind gute Freunde. And they're both pregnant. Und die sind beide schwanger. And they're so excited. Und die sind so begeistert darüber. But after 20 months of waiting. Aber nach 20 Monaten warten, the dog said to the elephant, "Are you sure you're pregnant?" Sagt der Hund zu dem Elefant, "Bist du dir sicher, dass du schwanger bist?" Because I've had 3 litters of puppies and you haven't produced 1 elephant. Weil ich hatte 3 Würfe von Welpen und du hast nicht mal einen Elefanten. And the elephant said, "Oh, I am very much pregnant." Und der Elefant sagte, "Doch, doch, ich bin sehr wohl schwanger." But I am not giving birth to puppies. Aber ich gebäre keine Welpen. I am giving birth to an elephant. Ich gebäre einen Elefanten. When your puppies are born. Wenn deine Welpen geboren werden. They take days to open their eyes and weeks to walk. Dann brauchen sie Tage, um ihre Augen zu öffnen und Wochen, bis sie laufen können. When my baby is born, it will be born with its eyes wide open and walking within minutes. Wenn mein Baby geboren wird, dann wird es die offene Augen haben und innerhalb von wenigen Minuten laufen können. I am not giving birth to puppies, I am giving birth to an elephant. Ich gebäre keine Welpen, ich gebäre einen Elefanten. And maybe you are here and things are not going as fast as you would like them to go in your life. Und vielleicht bist du hier und vielleicht passieren Dinge nicht so schnell in deinem Leben, wie du es dir wünschen würdest. Maybe you're here and things are not going as fast in our church as you would like them to go. Und vielleicht bist du hier und vielleicht passieren die Dinge in unserer Gemeinde nicht so schnell, wie du es dir wünschen würdest. Well, maybe you and maybe we are pregnant with an elephant. Aber wisst ihr was? Vielleicht sind wir ja schwanger mit einem Elefanten. Amen. Amen. For us, in some ways, we've seen more fruit than we ever thought we would. Für uns, auf manche Art und Weise, haben wir mehr Frucht gesehen, als wir uns jemals vorstellen hätten können. And in some ways, we haven't yet seen what God put in our hearts for Constance. Und auf eine andere Art und Weise haben wir noch nicht gesehen, was Gott in unser Herz gelegt hat. Für Konstanz zum Beispiel. But the scripture says God is not unjust. Aber die Bibelstelle sagt, Gott ist nicht ungerecht. That he sees the seed that we've sown. Und er sieht das Saatgut, das wir gesät haben. And fruit will come, church. Und Frucht wird kommen, church. So let's be patient. Also lass uns geduldig sein. We are pregnant with elephants here. Wir sind schwanger mit Elefanten. Amen. Amen. Turn to your neighbor and say you're pregnant with an elephant. Dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag, du bist schwanger. Mit einem Elefanten. Ich hoffe, wir haben keine schwangeren Frauen hier gerade. Secondly. Zweitens. The work that we're doing is for him. Die Arbeit, die wir tun, ist für ihn.
The scripture says, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him. Und Gott, die Bibelstelle sagt, Gott ist nicht ungerecht. Er sieht das Werk, das du tust und die Liebe, die du hast für ihn. As you help people and continue to help people. Die du zeigst, indem du Menschen hilfst und weiterhin Menschen hilfst. See, as we serve each other, wisst ihr, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu dienen, we serve him. Dadurch dienen wir ihm. That's what the scripture says. Das steht hier in dieser Bibelstelle. He says, I see how you've loved me by serving others and continue to serve others. Er sagt, ich sehe, wie ihr mich liebt, indem ihr einander dient und weiter einander dient. This is how we love God, is by loving others. So lieben wir Gott, indem wir andere Menschen lieben. And that's our worship. Und das ist unsere Anbetung. Volunteering is worship. Mitarbeit ist Anbetung. Caring for others is worship. Sich um andere Menschen kümmern ist Anbetung. Giving financially is worship. Finanziell zu geben, sich zu beteiligen ist Anbetung. Making a meal for a new mom is worship. Für eine Mutter, die neue, frische Mutter, neue Mutter, ein Essen zu kochen, ist Anbetung. And worship is for God. Und Anbetung ist für Gott. Building our church is worship. Und diese Kirche zu bauen ist Anbetung. And worshiping is all about giving glory to God. Und Anbetung, bei Anbetung geht es darum, Gott alle Ehre zu geben. Not giving glory to ourselves. Nicht uns selber Ehre zu geben. Our sowing, our working is for him and for his glory. It's not so that we look good. Unser Sehen und unsere Arbeit ist für ihn, um ihm Ehre zu geben und nicht damit wir gut aussehen. And I don't know about you, but sometimes I struggle with patience because if things went faster, I would look better. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich Probleme mit Geduld, weil wenn Dinge schneller passieren würden, sehe ich besser aus. But patient faith understands that our work is to give God glory. Aber geduldiger Glaube versteht, dass unsere Aufgabe es ist, Gott die Ehre zu geben. And when I think about the moments I've been frustrated. Und wenn ich an die Momente denke, in denen ich frustriert war. The moments I've been disappointed. Die Momente, an denen ich enttäuscht war. Some of those were because I wasn't looking very good in those moments. Manche von diesen Momenten waren, weil ich selber in diesen Momenten nicht besonders gut aussah. And I'm sorry for that. Und das tut mir leid. Because our work is for him and for his glory. Das tut mir leid, denn unsere Arbeit ist für ihn und ihm zur Ehre. Patient faith says to God be the glory. Geduldiger Glaube sagt, Gott sei die Ehre. It doesn't matter if we look like we're winning or not. Es ist egal, ob wir so aussehen, als wir gewinnen oder auch nicht. Our goal as a church is to give glory to God. Unser Ziel als Gemeinde ist es, Gott alle Ehre zu geben. Amen. Amen. And number three. Und Nummer drei. And I'm pretty much nearly done. That went fast. Und ich bin schon fertig. Das ist fast schnell. Du hast recht gehabt, gell? Ich weiß. Ich habe es durchgelesen heute so Mittag und habe dir gesagt, das ist aber schnell. Gell? Ja. Dafür kann ich am Sonntag länger. Genau. Aber Ben, du hast eine richtig kurze Pause jetzt gehabt. Ihr könnt auch kommen. Die sind fit. The last thing I want to say is this. Das Letzte, was ich sagen möchte. Is that longevity and perseverance really matter? Ausdauer und Durchhaltevermögen sind wirklich wichtig. When God spoke to me about the last 20 years and the 20 years ahead. Als Gott zu mir sprach über die letzten 20 Jahre und die nächsten 20 Jahre. And maybe you can put the scripture on the screen again, Phil. God is not unjust. Vielleicht können wir die Bibelstelle uns nochmal anschauen, denn Gott ist nicht ungerecht. He will not forget your work and the love you have shown him as you help people and continue to help them. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Continuing is important. Weiterzumachen ist wichtig. He says we want to each of you to show the same diligence to the very end. Und dann sagt er, es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zum Letzten denselben Eifer habt. So that. Damit sich. What you hope for may be fully realized. Die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt.
Someone asked me recently, has there been a highlight over the last 20 years? Jemand hat mich vor kurzem gefragt, hattest du ein Highlight? Oder gibt es ein paar Highlights über die letzten Jahre? And honestly, it's not a moment. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es sind nicht die Momente. It's the people. Es sind die Menschen. The people who have kept going. Die Menschen, die nicht aufgehört haben. The people who have been faithful over such a long period of time. Die Menschen, die treu geblieben sind über so einen langen Zeitraum hinweg. It gives me so much joy that in not one of our services since we started 20 years ago. Und es gibt mir so viel Freude, dass nicht in einem einzigen Gottesdienst, seitdem wir gestartet haben vor 20 Jahren. Like every service, someone has given their lives to Jesus. In jedem Gottesdienst hat sich mindestens eine Person für Jesus entschieden. This is amazing. Das ist unglaublich. And what gives me even more joy than that? Und was mir noch mehr Freude gibt als das? Is seeing people mature. Ist zu sehen, wie Leute reifen. Seeing people discover what God has put inside of them. Zu sehen, wie Menschen entdecken, was Gott in sie hineingesteckt hat. Seeing people stand with each other. Zu sehen, wie Menschen miteinander stehen. Seeing people over a long period of time not give up. Zu sehen, wie Menschen über einen langen Zeitraum hinweg einfach nicht aufgeben. And Paul, he exhorts the church in the whole of the New Testament. Und Gott ermahnt Paulus. Die Kirche. Paulus ermahnt und ermutigt die Kirche im gesamten Neuen Testament. We don't know if Paul wrote Hebrews or not. There's a few different theories. Wir wissen nicht, ob Paulus wirklich der Autor von Hebräerbrief ist. Es gibt ein paar verschiedene Theorien. But Paul wrote a lot of letters to churches. Aber Paulus hat viele Briefe an Kirchen geschrieben, okay? And he exhorted the church in every single letter. Und er hat die Gemeinde und die Kirche in jedem Brief ermahnt und ermutigt. And I say exhort on purpose because it was way more than an encouragement. Und ich sage ermahnt absichtlich, weil es viel mehr war als nur ein Zurechtweisen oder Ermutigen. Because not giving up is hard. Weil nicht aufzugeben ist ganz schön schwer. And in every single letter. Und in jedem Brief. He encourages them to persist. Ermutigt er sie, dran zu bleiben. To remain. Zu bleiben. To stand firm. Festzustehen. To persevere. Durchzuhalten. To not give up. Nicht aufzugeben. To the church in Galatia, he said, "Don't become weary." Der Kirche in Galatien hat er gesagt, werdet nicht müde. To the Thessalonians, he said, "Don't grow tired." In der Kirche in Thessalonien hat er gesagt, werdet nicht müde. In Corinth, he says, stand firm. Den Korinthern sagte er, steht fest. To Colossians, he says, continue. Den Kolossern sagte er, macht weiter. In Ephesians, he says, stand your ground. Den Ephesern sagte er, bleibt fest stehen. And on the text that God spoke to me on my birthday. Und in dem Text, den Gott zu mir sprach an meinem Geburtstag. God says, longevity and perseverance matters. Sagte er, Durchhaltevermögen und Standfestigkeit sind wichtig. He says we want each of you to show the same diligence to the very end. Und er sagt, wir wollen, dass ihr alle denselben Eifer zeigt bis zum Ende. So that what you hope for may be fully realized. So dass die Hoffnung, die ihr habt, sich voll und ganz erfüllt. And 20 years on, I am still full of hope for Constance. Und nach 20 Jahren bin ich immer noch voller Hoffnung für Constance. And 20 years on, I'm full of hope for Hillsong Dach. Und nach 20 Jahren habe ich immer noch volle Hoffnung für Hillsong Dach. 20 years is really young for a church. 20 Jahre ist echt jung für eine Kirche übrigens. On the Reichenau, just close by here. Auf der Reichenau, hier gerade nebenan. There's a church that was founded in 724 AD. Das ist eine Gemeinde, die wurde gegründet im Jahre 724. That means that church is 1300 years old. Diese Kirche ist 1300 Jahre alt, Freunde. So depending on when Jesus returns, we have a long way to go, guys. Also, je nachdem wann Jesus wiederkommt, haben wir noch einen ziemlich weiten Weg vor uns, Freunde.
Patient faith is important. Geduldiger Glaube ist wichtig. God can do a lot with us in the years ahead. Gott kann viel durch uns bewirken in den kommenden Jahren. And if like me you're at this moment in time thinking what's coming next? Und wenn du so wie ich bist und im Moment hier stehst und denkst, was kommt wohl als nächstes? What does the future hold? Wie sieht die Zukunft wohl aus? Where's my place in this with God? Wo ist mein Platz in dem Ding, das Gott gerade vollbringt? Shall I keep on serving? Soll ich weiter dienen? Shall I keep on believing for revival? Soll ich weiter für Erweckung beten Shall und glauben? Shall I keep investing into this dream? Soll ich weiter investieren in diesen Traum? I want to say to you. Dann will ich dir sagen. God is not unjust. Gott ist nicht ungerecht. He will not forget your work and the love you have shown him as you've helped his people and continue to help them. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Er hat bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt. We want each of you to show the same diligence to the very end. Und wir wollen, dass ihr denselben Eifer zeigt bis zu dem letzten Tag. So that what you hope for may be fully realized. Damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. We don't want you to become lazy. Wir wollen nicht, dass ihr faul werdet, gleichgültig werdet. But imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten. Faith and patience, Church. Glaube und Geduld. When I was 25, als ich 25 war, I knew how important faith was. Und wusste, wie wichtig Glaube ist. 20 years on, nach 20 Jahren, I understand patience is just as important. Verstehe ich, Geduld ist genauso wichtig. Should we stand together? Wollen wir gemeinsam stehen? You wanna pray? Können wir gemeinsam beten? Komm, warum heben wir nicht unsere Hände Richtung Himmel? Von hinten nach vorne, von rechts nach links. Gott, hier stehen wir. Und wir wollen dir sagen, dass wir bereit sind, nicht aufzugeben, weiter zu glauben und geduldig zu sein. Und diesen geduldigen Glauben spreche ich jetzt aus über jede einzelne Person, die hier gerade steht. Du kennst die Träume, du kennst die Saat, du kennst die Arbeit, du kennst die Werke, du kennst ihren Eifer und wir danken dir, dass du ein gerechter Gott bist und dass die Frucht kommen wird im Namen von Jesus Christus. Und das bete ich jetzt, dass in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren deine Gerechtigkeit sichtbar wird in unseren Leben und wir die Ernte einfahren dürfen, die du versprochen hast für jeden Einzelnen. Jeder Traum, jedes Gebet, jeder Eifer, jede Treue, jeder Einsatz, jede Träne, jedes Gebet. Wir beten, dass wir deine Frucht sehen werden. Im Namen von Jesus, im Namen von Jesus. Amen. Come on. Our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. Don't let your heart be troubled. Hold your head up. I don't feel evil. Fix your eyes on one truth, God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh.
Are you willing? Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat their sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sweet and wild, oh, you know.